Hier ist Extra 3, der Irrsinn der Woche mit Christian Ewing. Herzlich willkommen zu Extra 3. Vielen Dank. Dankeschön. Danke für die Vorschusslorbeeren. Vielen herzlichen Dank, meine Damen und Herren. Es war, das muss man mal sagen, Dankeschön. Es war wirklich... es ist keine Übertreibung, es war eine Horrorwoche für Angela Merkel. Erst die dreifache Wahlklatsche, dann wieder mal Gekeife von Horst Seehofer, dann ist sie auf der CeBIT. Ja, es ist eigentlich ein Wohlfühltermin, das macht sie immer gerne. Prima Sache, schön ein paar Robotern die Hände schütteln. Ja, die sind auch so menschlich im Vergleich zu ihren Parteifreunden. Ja, das ist eigentlich wirklich immer, es ist immer ein schöner Termin. Aber selbst auf der CeBIT lief es diese Woche nicht richtig rund. Hier zum Beispiel probiert Merkel einen neuen Handscanner aus. Ja. Wahrscheinlich von einem AfD-Mitglied programmiert. Dann will sie ein Headset ausprobieren. Das ist das, was man auf den Kopf setzt. Auch das, es klappt nicht so ganz. Es geht immerhin in die richtige Richtung. Alexander Dobrindt hätte es wahrscheinlich in den Mund genommen. Dann muss sie natürlich immer wieder, das muss sie immer machen. Sie muss aus dem Stand schlaue Erklärungen abgeben zu den neuesten technischen Innovationen. Wir werden uns daran gewöhnen müssen, dass eben alles, was wir sehen und was ein Ding ist, mit einem anderen Ding auch vernetzt ist. Ja, das ist ja ein Ding. Ja. Wenn man es so erklärt bekommt, dann versteht man es auch endlich mal. Und am Ende, als sie dann mit ihrem Besuch auf der CeBIT fast schon durch war, ne, da standen da am Ausgang noch mal drei Kinder und wollten ihr Luftballons geben. Gut, mit Kindern kann Merkel umgehen. Ja, dann nähert sie sich ganz entspannt und plaudert ein bisschen, stellt Fragen. Einen. Dankeschön. Sie sind alle zusammengeknotet, nicht? Ja. Na komm, dann machen wir noch hier das schöne Bild. So, das habt ihr schön gemacht. Danke. Tschüss. Tschüss. Danke, tschüss. Was soll ich jetzt hier mit? Das ist für ein Quatsch hier. Luftballons, die Tumblagen. Nein, sie musste schnell weiter zum nächsten unangenehmen Termin. Und der war richtig unangenehm. EU-Türkei-Gipfel in Brüssel. Die Türkei ist ja inzwischen unser wichtigster Partner in der Flüchtlingskrise. Weil Europa es nicht hinbekommt, weil Europa so schwach ist, soll jetzt das Erdogan-Regime unsere Grenzen schützen für Geld. Ist ein bisschen peinlich, oder? Ist ein bisschen wie früher in der Schule, die schwachen Jungs mit der Hühnerbrust und der Brille, die dann ihr Butterbrot an den Stärksten in der Klasse abgegeben haben, damit der in der Pause auf sie aufpasst. Ich finde es entwürdigend. Ich habe das 10 Jahre lang durchgemacht. Ich weiß, wovon ich spreche. Ja, und dieser Starke, der ist jetzt Erdogan. Er ist der neue Türsteher für die EU. Ja? Natürlich, in Sachen Pressefreiheit, Menschenrechte würde man sich vielleicht jemand anders wünschen. Da ist er ja doch ziemlich wahnsinnig. Ne? Nein, Merkel würde es anders ausdrücken. Merkel würde sagen, na ja, der Recep Tayyip ist halt ein wenig verhaltenskreativ. So sagt man das heute, ja, verhaltenskreativ. Und Merkel muss sich ja wahnsinnig diplomatisch äußern im Moment. Das ist bei uns zum Glück anders. Hier ist unser Song für Istanbul. Wer lebt auf großem Fuß? Der Boss vom Bosporus. Ein protziger Bau mit 1000 Zimmern, errichtet ohne Baugenehmigung in einem Naturschutzgebiet. Bei Pressefreiheit kriegt er einen Hals, drum braucht er viele Schals. Bis Fordus, bis Mesunus. Ein Journalist, der was verfasst, dass Erdogan nicht passt, ist morgen schon im Knast. Redaktion wird dicht gemacht, er denkt nicht lange nach und fährt mit Tränen, Gas und Wasserwerfern durch die Nacht. Sei schön charmant, denn er hat dich in der Hand, Erdogi, Erdobo, Erdogan. Die Zeit ist reif für sein großosmanisches Reich, Erdogi, Erdobo, Erdogan. Gleiche Rechte für die Frauen, die werden auch verhauen. Die Polizei in Istanbul hat eine Demonstration zum Weltfrauentag gewaltsam aufgelöst. Ist das Wahlergebnis schlecht? Das ruckelt er zurecht. I like to move it, move it. Kurden hasst er wie die Pest, die bombardiert er auch viel lieber als die Glaubensbrüder drüben beim IS.
gib ihm dein Geld. Er baut dir ein Flüchtlingszelt. Erdogan, Erdogan, Erdogan. Sein Land ist reif für einen EU-Beitritt. Er pfeift auf Demokratie. Tschü mit Ü, sagt Erdogan. Und er reitet in den Sonnenuntergang. Unser Lied für Erdogan. Und ich weiß nicht, ob Sie das wussten, aber Erdogans Frau, Emine Erdogan, die hat auch sehr eigenartige Ansichten. Die hat jetzt gesagt, die ideale Form des Lebens für Frauen wäre der osmanische Harem. Nach dem Motto, geteiltes Leid ist halbes Leid. Gut, wenn man mit Erdogan zusammen ist, ne, vielleicht verständlich. Der orientalische Harem ist uns ja vertraut aus den Erzählungen aus Tausend und einer Nacht. Da hat ja der Sultan eine Lieblingsharemsfrau und die erzählt ihm jeden Abend ein Märchen. Und Sie kennen die berühmtesten Märchen des Orients, Ali Baba und die 40 Räuber, Aladdin und die Wunderlampe oder das dritte ganz bekannte Märchen, die Türkei ist eine Demokratie. Ein kleiner Scherz, den man in der Türkei nicht machen sollte, dann könnte es schmerzhaft werden. Deswegen sind wir auch ganz froh, dass der türkische Präsident unserer Einladung, hier und heute in diese Sendung zu kommen, nicht gefolgt ist. Aber wir haben dafür seinen Vize-Ersatzpressesprecher. Herzlich willkommen, Thorsten Sträter. Ja, danke. Ist gut. Ja. Lassen Sie stecken. Verehrte Bürger, der türkische Präsident Recep Erdogan lässt Sie grüßen, fragt aber auch, was ist los bei euch? Ist Herr Erdogan jetzt sehr böse, nur weil er Frau Merkel helfen möchte, die Flüchtlingskrise zu bewältigen? Ich meine, was geht bei euch? Erdogan ist ein Mann mit Fingerspitzengefühl. Zum Beispiel besitzt er ein Haus mit 1000 Zimmern. Ungefähr. Man weiß es nicht genau, der Tapezierer ist beim Nachzählen verhungert. Jedenfalls gibt er sich und jedem anderen auch den Raum, den er braucht. Natürlich ist gerade für Regierungskritiker dieser Raum auch schon mal ein fensterloser Keller mit auf die Fresse Vollpension. Aber ohne Ordnung geht eben nichts. Und natürlich erlaubt sich Herr Erdogan, die Medienberichterstattung aktiv mitzugestalten. Und das macht er toll. Entscheiden Sie selbst. Zwei Schlagzeilen. Welche klingt besser? Eins, Türkei liefert heimlich Waffen an syrische Extremisten. Oder zwei, Präsident Erdogan kauft sich flotte neue Hose aus Mischgewebe. Ja, eben. Herr Erdogan schätzt absolute Freiheit. Deswegen hat er auch gesagt, liebe Flüchtlinge, hier nicht mehr, war nett mit euch. Da geht's lang nach Germany, zweite links an der Eisdiele vorbei, in Sachsen zügig durchmarschieren und dann noch mal fragen. Und wenn eure Kanzlerin das so nicht will, können wir einen Deal machen. Wir nehmen eure Flüchtlinge zurück und lagern die sozusagen für euch. Gegen eine Servicepauschale von, sagen wir ruhig mal, 6 Milliarden Euro. Also erstmal, wenn wir sie bis mittags um 12 zurücknehmen, plus 5 Euro. Hihi, kleiner Scherz. Aber visafreies Einreisen aus der Türkei in die EU kommt on top, okay? Und das ist fair. Denn dem Gesicht eurer Kanzlerin nach können wir auch noch Schloss Neuschwanstein verlangen. Und das gehört euch eigentlich gar nicht. Das ist aber auch keine Erpressung, sondern lediglich der ergebnisoffene Lösungsansatz eines Problems gegen ziemlich präzis umrissene Geschenke. Ist wie beim Schach. Wenn ihr das Geld habt, stellen wir die Figuren auf. Also, der Deal ist die beste Lösung. Klar, vor allem für das Image des Präsidenten, aber im Namen Erdogan kommt ja auch er vor und nicht du. Okay, das war... Ja, ich gebe zu, das war albern. Aber... Es war albern, ich weiß, aber Herr Erdogan hat Humor, einen Bombenhumor. Wortspieler macht er besonders. Nein, ernsthaft jetzt. Ich glaube, dass wenn er den Gag hört, wird er nicht nur Zeitungen, Bürger und politische Gegner, sondern bestimmt auch mal ein Lächeln unterdrücken. Und das ist doch was Schönes, oder? Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Eine Lehre kann man nun mal wirklich ziehen aus dem Super-Wahlsonntag. Nichtwähler zum Wählen aufzufordern,
ist doch keine so gute Idee. Hieß es früher aber immer, ja? Nichtwähler sind eine Gefahr für die Demokratie, hieß es immer. Die stärken extreme Parteien. Jetzt hat sich gezeigt, das stimmt. Vor allem, wenn sie zur Wahl gehen. Ja? Nun hat aber die AfD nicht nur Nichtwähler mobilisiert, es sind ja auch ehemalige CDU-Wähler darunter, auch SPD-Wähler, Linkspartei-Wähler, Grün-Wähler sind auch mit dabei. Der Wähler wandert inzwischen, wie er will, quer durch die Parteienlandschaft. Ja, wandert der Wähler, demnächst bei Sat.1, die Wanderhure. So schweinigelt sich der Wähler durchs Parteiensystem. Aber heute gibt es gar keine Treue mehr, keine Moral mehr in der Hinsicht. Früher gab es das, langfristige Bindungen zu Parteien. Man kam aus einer Arbeiterfamilie, dann stand man der SPD nahe. Und zwar sein Leben lang. Wenn man Pickel hatte, Lacoste-Hemden und Aktenkoffer, sah man scheiße aus, aber man fand trotzdem noch Freunde in der CDU. Und blieb dann auch da. Und wenn man so unattraktiv war, dass die... wenn man so unattraktiv war... ich weiß auch nicht, warum ich da... Wahrscheinlich hat es was mit mir zu tun. Wenn man so unattraktiv war, dass die einzige Chance, das andere Geschlecht an der Hand zu halten, eine Menschenkette war, dann landete man eben bei den Grünen. Ja, hat wohl was mit mir zu tun. Jetzt werden die Grünen in Baden-Württemberg möglicherweise mit der CDU koalieren. Und geht das überhaupt? Ich meine, mit so verknöcherten Konservativen? Fragen sich viele. Und in der CDU sagen die meisten, ja, wird schwierig, aber wir haben ja keine andere Wahl. Der gescheiterte CDU-Spitzenkandidat Guido Wolf. Das ist er. Hallo, Herr Wolf. Hallo. Da ist er. Das ist er. Der hat ja noch am Wahlabend eine schwarz-rot-gelbe Koalition ins Spiel gebracht, bei der er, der Wahlverlierer, Ministerpräsident geworden wäre. Ich meine, der ist doch der Inbegriff eines Losers. Hier, nicht verwechseln. Das hier ist oben. Das ist unten. Mit dem redet auch keiner mehr. Ich glaube, in der CDU redet keiner mehr mit dem. Bei dem heißt es allenfalls noch. Danke, tschüss. Wolf ist natürlich nicht der einzige Verlierer. Julia Klöckner braucht jetzt auch für ihre persönliche Karriere einen Plan A2. Und Rainer Haseloff in Sachsen-Anhalt, der muss eine Koalition bilden mit der SPD und den Grünen und den Saaldienern. Sonst reicht es nicht von den Sitzen her. Ja, es war ein Bloody Sunday für die CDU, dieser Wahlsonntag. Das kann man eigentlich nicht anders sehen. Es sei denn, man ist in der Lage, sich so virtuos selbst zu bescheißen wie Ursula von der Leyen. Die Parteien, die geschlossen sagen, wir brauchen in der Flüchtlingspolitik eine europäische Lösung, das, was Angela Merkel immer sagt, die erreichen 80-90%. Ja, 80-90% für Angela Merkel. Das ist das Wahlergebnis. Also auch die Siege von Kretschmann und Dreyer werden einfach mal mit eingepreist. Die politischen Gegner, SPD und Grüne, wurden gestärkt. Dadurch wurde die CDU gestärkt. Also wenn die von der Leyen Fan von Juventus Turin wäre, hätte sie gestern gesagt, wir sind glücklich. Wir haben 2-4 gewonnen. Der Fußball insgesamt hat gewonnen. Das kann man so sehen. Muss man aber nicht so sehen. Wer das natürlich komplett anders interpretiert, diesen Wahlausgang, das ist Horst Seehofer. Und man merkt wirklich, man merkt ihm die Fassungslosigkeit an. Der Seehofer sagt gar nichts mehr. Die Interviews, die bestehen bei ihm fast nur noch aus Schnappatmung. Was meinen Sie? Haben Sie zum Erfolg der AfD beigetragen? Wird die CSU eventuell aus dieser Koalition dann konsequenterweise aussteigen? Es gibt Leute, die sagen, das sei ein Erfolg für Angela Merkels Flüchtlingspolitik. Ich danke auch. Ja. Es ist auch klar, was er antworten würde. Wir wissen es ja. Er sagt ja eh immer dasselbe. Ne? Er sagt immer wieder Kurswechsel, wieder Kurswechsel, jetzt die Grenzen schließen. Dabei kommt ja im Moment gar kein Flüchtling mehr. Die Balkanroute ist dicht. Für wen sollen wir denn jetzt noch die Grenzen dicht machen? Für die Zillertaler Schürzenjäger? Gut, da wäre ich dabei. Vielleicht geht es Seehofer in Wirklichkeit gar nicht um Logik, um konstruktive Vorschläge. Vielleicht müssen wir das alles ganz anders sehen. Was ist eigentlich, wenn die CSU gar keine Partei ist und Seehofer gar kein Parteichef? Vielleicht haben es die Anhänger der CSU auch gar nicht so mit Politik. Vielleicht ist es am Ende eher was
Religiöses. Zwei Männer in einer Fußgängerzone irgendwo in Bayern. Sie gehören zu einer einflussreichen Sekte, den Zeugen Seehofers. Die Obergrenze, denken Sie an die Obergrenze. Oberhaupt dieser Sekte ist Horst Seehofer. Dem selbsternannten Guru aus Gerolfing sind seine Jünger bedingungslos verfallen. Die Zeugen Seehofers waren mal eine christliche Splittergruppe, aber in letzter Zeit haben sie angefangen, das christliche C zu entsorgen. Und jetzt ist Horst Seehofer sein eigener Gott. Wie früher die Bhagwan-Jünger, so tanzt sich auch Horst Seehofer immer wieder in Trance. Dann hat er die Vision, er wäre der deutsche Außenminister. Als solcher besucht er gerne andere verstrahlte Populisten. Angela Merkel ist der Antichrist im Glaubenssystem der Zeugen Seehofers, weil sie Seehofers Obergrenze für Flüchtlinge ablehnt. Ja, das Symbol von Angela Merkel ist ja die Raute. Und das Zeichen der Zeugen Seehofers ist ein tollwütiger Löwe, der mit gewetzten Krallen auf eine Raute losgeht. Das ist natürlich kein Zufall. Die Methoden des Sektenführers brutal. Ein Aussteiger erinnert sich. Wir mussten jeden Morgen die drei goldenen Weisheiten des Universums aufsagen. Bayern ist eine Weltmarke. Bayern ist eine Weltmarke. Bayern ist ein Premiumland. Bayern ist ein Premiumland. Und Bayern ist die Vorstufe zum Paradies. Und Bayern ist die Vorstufe zum Paradies. Und wenn sich einer das nicht merken konnte, dann gab es Schläge. Seehofer lebt in ständiger Furcht, dass ihn seine Jünger für eine jüngere und vor allem rechtere verlassen. Für Guru Horst ist Frauke Petri nur die Sachse des Bösen. Und deshalb hat er dann eine neue Form der Atemmeditation erfunden, das sogenannte Nach-Rechts-Hecheln. Dieses Geräusch, das lässt ihn nimmer los. Dieses... Durch den Sauerstoffmangel entsteht dann eine Art Unterdruck im Kopf und das Gehirn rutscht Stück für Stück nach rechts. Obergrenze. Horst Seehofer. Ein selbsternannter Halbgott in Blau-Weiß verführt die Massen. Ein Film von Dennis Kauf und Jesko Friedrich. So, Freunde, und jetzt, ja. Dann würde ich sagen, jetzt mal zur AfD. Da müssen wir durch. Zweistellig in drei Landtage eingezogen, in Sachsen-Anhalt sogar 24%. Zwei Direktmandate in Pforzheim und Mannheim. Also Pforzheim ins Reich, Mannheim ins Reich. Nein, stopp, halt. Es sind keine Nazis, das muss man immer wieder sagen. Es sind keine Nazis, beziehungsweise nicht alle. Es sind zum Teil Menschen wie du und ich. Also eher wie du, aber es sind Menschen. Es sind Menschen mit Gefühlen. Vor Glück habe ich geweint, wie nach dem Mauerfall. Endlich, die zweite Wende passiert jetzt hier. Ja, ich habe auch geweint am Sonntagabend. Ne? Und wir werden noch viel weinen. Denn wie sagt es AfD-Mann Joachim Paul in Rheinland-Pfalz, die AfD ist wie eine Zahnpasta. Isst sie einmal aus der Tube, geht sie nicht mehr zurück. Ja, ein etwas schiefes Bild, würde ich sagen. Ich würde sagen, die AfD ist eher wie Hämorrhoidensalbe. Eklig, aber wenn man ein Arsch ist, freut man sich drüber. Oder so, passt besser. Ja, ich glaube schon. Okay. 24 Sitze haben die ergattert in Sachsen-Anhalt. Jetzt bin ich gespannt, was das für politische Auswirkungen hat. Ich vermute mal, Sachsen-Anhalt wird bald als erstes deutsches Bundesland überhaupt der Visegrad-Gruppe beitreten. Ja. Aber nein, es sind Menschen, die unsere Demokratie verteidigen. Es sind keine Nazis. Es sind die, die denen eine Stimme geben, die in den letzten Jahren nicht mehr gehört wurden. Es sind die Verteidiger der Demokratie. Jetzt neu. Von Deutsch AAS. Die Defenders of Democracy. Wie zum Beispiel der Wutbürger mit schönen kleinen Accessoires. Wie zum Beispiel dem DDR-Sportabzeichen oder der Fackel. Ne? Oder der Schlägertyp mit Hanteln und einer Penispumpe. Aha, okay, ja. Oder der Online-Hater mit wichtigen Emojis und einer Tiefkühlpizza. Ja? Nein, es sind keine Nazis. Bestes Beispiel Frauke Petri. Die hat diese Woche zweimal Termine beim Frühstücksfernsehen platzen lassen. Das ist doch erstmal beruhigend.
Das zeigt uns schon mal, 5.45 Uhr ist definitiv nicht Ihre Uhrzeit. Ich glaube, wenn es nach ihr gegangen wäre, wenn es nach Frau Petri gegangen wäre, hätte es damals geheißen, wenn alle ausgeschlafen haben, wird zurückgeschossen. Wenn das der Führer wüsste. Und jetzt, neueste nationale Nachrichten. Ich hatte am Sonntag mal wieder meinen Lieblingsfernsehsender N24 eingeschaltet. Da gibt es sonst immer sehr schöne Filme über mein Leben. Diesmal lief was über eine neue Partei. Mit zweistelligen Prozentergebnissen bei 3 Landtagswahlen. Alternative für Deutschland. Mal hören, mit welcher Propaganda ihr die Massen verführt. Für mich, für viele andere sicherlich auch, hat eine neue Zeitrechnung begonnen. Also das gefällt mir. Von welcher Zeitrechnung sprechen wir? 3000 Jahre Europa, 1000 Jahre Deutschland, ich gebe euch nicht her. 1000 Jahre Deutschland könnte von mir sein, eine deutsche Volksgemeinschaft vom Kreis bis zum Kind. Die wenigen deutschen Kinder in Berlin, die sprechen Kanacksprache, liebe Freunde. Mit schlichten Parolen Angst vor Ausländern schüren, sehr gut. Und warum noch soll ich mich für die AfD begeistern? Weil ich die Drei-Kind-Familie fordere. Drei Kinder? Minimum, Schnackseln fürs Vaterland, Mutterkreuze und uniformierte AfD-Jugend. Eure Partei ist ganz nach meiner Fassung. Diese Partei, die Partei des sozialen Friedens, wollen wir sein. Partei des sozialen Friedens. Chapeau, das nenne ich perfekte Propaganda, genau wie euren besorgten Bürger. Ich würde mich heute auch nicht mehr Nazi nennen, eher besorgter Führer. Und wer was anderes behauptet, ist ein Klappspaten, Hohldübel, Windelpupser, wegtreten! Vielen Dank, Matthias Grübel. Die SPD hat ja arge Probleme. Die SPD hat Probleme, zumindest hier und da. Das räumt auch ihr Fraktionsvorsitzender Thomas Oppermann ein. Wir haben echte Probleme in Sachsen, in Thüringen und jetzt auch in Sachsen-Anhalt. Wir haben und sie jetzt auch in Baden-Württemberg und ein bisschen auch in Bayern. Aber außerhalb dieser Länder... Ist es ein einziger Durchmarsch für die SPD. Ja, ist alles prima. Ja, die SPD klammert sich natürlich jetzt ganz verzweifelt an ihren Sieg in Rheinland-Pfalz. Den verdankt sie unter anderem Sigmar Gabriel. Denn er hat sich dort kaum blicken lassen. Umso mehr freue ich mich, dass er heute Abend hier ist, um mit mir gemeinsam die desolate Situation der SPD zu analysieren. Herzlich willkommen, Sigmar Gabriel. Ich freue mich sehr. Ich würde sagen, wir lassen die ganze Klatsche für Merkel einfach mal außen vor. Ich habe jetzt schon keinen Bock mehr. Nein, es geht mir vor allem um die Probleme der SPD, dass wir uns darauf konzentrieren. Wenn Sie jetzt immer auf die CDU abheben und sagen, ja, haben wir auch verloren, die stehen ja auch schlecht da, dann bringt das hier alles nicht wirklich was. Jetzt mal ganz entspannt durch die Hose atmen, Herr Ehring. Ich habe doch gar nicht vor, darüber zu reden. Gut, meine Frage wäre... Dass beispielsweise die CDU in Baden-Württemberg hinter den Grünen liegt. Ja, wie sehen Sie denn jetzt... Sozusagen eine historische Schmach. Ja, aber wenn Sie jetzt rückblicken... Eine Demütigung unvorstellbaren Ausmaßes. Dazu werden Sie von mir nichts hören, Herr Ehring. Da bin ich ja beruhigt. Haben wir das an der Stelle geklärt. Dann würde ich gerne... Und dass diese abgehalfterte Weinkönigin Klöckner in Rheinland-Pfalz sozusagen eine grandiose Bruchlandung hingelegt hat... Und Rainer Haseloff große Mühe haben wird, in Sachsen-Anhalt eine Regierung zu bilden, das will ich alles gar nicht kommentieren. Häme und Schadenfreude, Herr Ehring, das ist einfach nicht mein Stil. Dann ist ja gut. Nur so viel. Ja. Hallo. Gut, reden wir über Rheinland-Pfalz. Das müsste Ihnen ja gefallen. Gerne. Malu Dreyer hat es dann am Ende doch noch gerade so eben gepackt. Gerade so eben gepackt? Herr Ehring, ich pack's ja auch gleich gerade eben noch so. Das war Blödsinn. Das war ein Erdrutschsieg, ein Triumph. Mehrere SPD-Vorstandsvorsitzende haben glaubhaft von multiplen Orgasmen berichtet.
Ja. Ich habe übrigens schon in meinem Vorfeld gesagt, Rheinland-Pfalz, das wird sozusagen die Mutter aller Schlachten. Ja, das war aber auch ein Satz, die Mutter aller Schlachten. Ich meine, kritische Stimmen nannten sie daraufhin den Vater allen Dünnpfiffs. Ja. Die Mutter aller Schlachten. Ach ja, ihr Fäkalhumor. Wissen Sie was, Herr Ehring? Da scheiße ich drauf. Malu Dreyer hat gewonnen, nur darauf kommt es an. Klar und deutlich, hoch und verdient, in Rheinland und in Pfalz. Ja, aber in Baden und in Württemberg liegen Sie an vierter Stelle. Es reicht nicht mal mehr, Juniorpartner für die Grünen zu werden. Selbst das klappt nicht mehr. Das ist doch gar nicht der eigentliche Skandal. Der eigentliche Skandal ist doch, dass sich auch in Baden-Württemberg die Rechtspopulisten durchsetzen konnten. Allen voran Winfried Kretschmann. Ja, und Sachsen-Anhalt, da sind Sie bei mickrigen 10,6% gelandet. Herr Ehring, Sie müssen doch auch mal sehen, woher wir kamen. Gucken Sie, im Jahr 2004, da hatten wir in Sachsen gerade mal 9,8%. Ja, Moment, das war vor 12 Jahren in einem anderen Bundesland. Das interessiert mich nicht, Herr Ehring. Es waren 9,8%. Jetzt 10,6% in Sachsen-Anhalt. Das ist ein Plus von, ich helfe Ihnen, 0,8%. Und jetzt gucken Sie mal, auf wie viel Prozent Sie gerade auf Ihr Sparbuch kriegen, Herr Ehring. Ja. Ich finde, da stehen mir Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten ziemlich solide da. Ja, wie, aber das ist doch Hanebüchen. Sie können ja jetzt nicht mit Sparbuchprozenten, das sind doch Tricksereien. Sie müssen schon die historisch schlechtesten Wahlergebnisse heranziehen, um sich das irgendwie schön zu rechnen. Jetzt glauben Sie mir doch einfach mal, Herr Ehring. Die SPD steht im Vergleich sozusagen hervorragend da. Ja, im Vergleich zu wem? Zur CDU? Nee, zu Hannover 96. Sigmar Gabriel. Ja. Ja gut, wer die Edeka Tengelmann-Fusion gegen alle Bedenken durchpeitscht, der säuft sich natürlich auch eine Wahlschlappe schön. Das ist ja das Tolle im Moment. Alle können sich irgendwie als Sieger fühlen. Die Grünen in Baden-Württemberg sind immer noch total high. Abgesehen davon freuen sie sich auch über den Wahlsieg. Ne? Stärkste Kraft, bestes Ergebnis aller Zeiten oder wie es Winfried Kretschmann ausgedrückt hat? Heute ist klar, der grüne Teppich ist gelandet und zwar in der Mitte unseres Landes. Sie dürfen jetzt nicht versuchen, diesen Satz zu verstehen. Das wäre ganz falsch. Ne? Warum sind die Grünen ein Teppich? Wieso gelandet? Wenn Sie da zu lange drüber nachdenken, dann stürzt Ihr Gehirn ab und verabschiedet sich mit einem fröhlichen Danke, tschüss. Um Logik geht es da sowieso nicht. Also vor allem nicht bei dieser Wahl. Die Baden-Württemberger ist ein Sonderfall. Die Baden-Württemberger wählen einfach konsequent immer den, der von allen am schwäbischsten spricht. Und schwäbischer als Kretschmann geht es ja gar nicht. Das ist ja ein Mann wie eine Maultasche. Ne? Beige, unscheinbar und mit seltsamem Inhalt. Aber in Baden-Württemberg mag man's. Den Kretschmann wählen ja sogar erzkonservative Großunternehmer wie Trigema-Chef Wolfgang Grupp. Ich bin jetzt ja nicht der typische Grüne und habe auch nicht Grün an sich gewählt. Ich habe Herrn Kretschmann gewählt. Ja. Und jetzt können wir uns alle sehr gut vorstellen, wie der nächste Wahlwerbespot der Grünen aussehen wird. Hallo Fans, die Grünen kann jetzt echt jeder Spießer wählen. Was sagt unser Chef, der Herr Grupp, dazu? Ich werde auch in Zukunft dafür sorgen, dass grüne Listenplätze in Deutschland erhalten bleiben. Und ich werde Bundeskanzler, affengeil. Ja, irritiert von dieser Entwicklung sind allenfalls alte grüne Parteifreunde. Die Leute, die damals zusammen mit Kretschmann in die Politik gegangen sind. Einen von ihnen haben wir getroffen. Das ist Johannes Schlüter, ein Grüner der ersten Stunde und Weggefährte von Winfried Kretschmann. Doch über den Wahlerfolg des grünen Ministerpräsidenten kann sich Johannes Schlüter nicht freuen. Denn schon in den 80ern merken Schlüter und seine Fundi-Freunde, dass Kretschmann irgendwie anders ist. Mit grüner Gesinnung hat er nicht viel am Hut. Hört euch mal das an. Um an die Macht zu kommen, müssen wir halt ein bisschen unsere grüne Ideale verraten. Ach so, blödes Geschwätz, oder? Grüne Ideale verraten. Winfried, kannst du dir das vorstellen? Ich denke nicht nur, dass ich mir das vorstellen könnte, sondern dass die Grünen das anstreben sollten. Oh, Menno. Nachdem dann jahrelang Funkstille herrschte, bekam Schlüter vor kurzem unerwarteten Besuch.
Wer sind Sie denn? Sind Sie von der CDU? Mein Name ist Winfried Kretschmann und ich bin Ihr Ministerpräsident. Ach du grüne Neune, Winfried! Mensch, hast du dich verändert? Komm rein. Ja, Winfried, du bist ja jetzt voll der Hardliner geworden in der Asylpolitik, ne? Asylpaket 2, kein Familiennachzug mehr. Das ist ja eigentlich voll gegen unsere grüne Gesinnung, ne? Das hat nichts mit irgendwelcher grünen Gesinnung zu tun, die wir sonst mal hatten. Hatten? Wieso hatten? Sag mal, Winfried, ich glaube, du hast deine grüne Seele an die Macht verkauft. Ups, lässt du mich jetzt abschieben in sicheres Herkunftsland? Marokko oder Algerien oder so? Ich prüfe es gerade. Am nächsten Morgen. Schlüter hat einen Trollinger zu viel getrunken. Winfried? Ey, du Sack! Ey, Winfried, weißt du, was ich wieder für einen Scheiß geträumt hab? Ich hab geträumt, du würdest Parteispenden von der Rüstungsindustrie annehmen, von Südwestmetall. Ich meine, das würdest du doch nie... Ich hab keine Probleme, von Südwestmetall Spenden anzunehmen. Oh, Menno. Schlüters letzter Versuch. Er bastelt mit Kretschmann Sperrholz-Sonnenblumen, um ihn wieder auf einen grünen Zweig zu bringen. Guck mal, Winfried, meine Sonnenblume voll antimilitaristisch, ne? Wie sieht deine aus? Oh, Menno. Winfried? Winfried? Johannes Schlüter. Ein Mann versteht die grüne Welt nicht mehr. Haben Sie eigentlich schon die neue Urantonne? Nein? Keine Urantonne? Dann kriegen Sie die bald. Denn um den radioaktiven Abfall müssen wir uns alle in Zukunft wohl selber kümmern. Die Stromkonzerne sind dazu nicht in der Lage. Besser gesagt, sie haben keinen Bock. Sie haben zwar gerne an der Atomkraft verdient und zum Beispiel an ihre Aktionäre seit dem Jahr 2000 über 44 Milliarden Euro ausgeschüttet, aber jetzt für die Altlasten aufkommen, nö, das sagen die, bezahlen, nein, danke. Die Energieriesen verklagen ja gerade die Bundesregierung vor dem Verfassungsgericht. Die wollen eine Entschädigung für den Atomausstieg. Der hat sie vollkommen kalt erwischt. Also sie machen sich keinen Begriff, wie unglaublich schlecht es denen geht. Hören Sie den Energiebossen doch mal zu. Hier geht es nur und ausschließlich um eine faire, solidarische Beendigung eines auch gemeinsam begonnenen Kapitels. Zunächst mal haben wir investiert in die Laufzeitverlängerung. Das heißt, wir haben ganz einfach Geld ausgegeben. Weil hier aus politischen Erwägungen Eigentum entzogen wurde. Das muss dann von der Solidargemeinschaft getragen werden. Auf die wir uns konzentrieren wollen, die frisst die alte Energiewelt teilweise auf. Es ist schlimm. Es ist auch wirklich. Also, es ist so schlimm. Es geht denen so schlecht. Norbert Blüm hat schon überlegt, da mal eine Nacht im Zelt zu verbringen. Mehr zu dem Thema jetzt in unserem Extra 3 Extra mit Janine Reinhardt. Willkommen bei Extra 3 Extra. Düsseldorf. Den Energiekonzern drohen wegen der Energiewende harte finanzielle Einschnitte. Wie nun bekannt wurde, muss E.ON-Chef Johannes Theissen zukünftig statt der goldenen Zahnbürste die silberne Zahnbürste benutzen. Amnesty International ist beunruhigt. Essen. Um den hohen Zahlungen für die Atommüllentsorgung zu entgehen, rechnen sich immer mehr Energiekonzerne erfolgreich arm. So verkündete Vattenfall heute, wir sind echt pleite, wir haben nur Kohle für Steinkohle. Daraufhin verkündete E.ON, und wir sind so pleite, wir haben höchstens Kohle für Braunkohle. Und RWE meldete, wir sind so arm wie deine Mutter und die wird im Park von Enten mit Brot gefüttert. Nairobi. Die Organisation Ein Herz für Manager hat in Kenias Hauptstadt eine groß angelegte Spendenaktion für die Energiekonzerne ins Leben gerufen.
Ja, und zwar sofort klar, wir müssen diesen armen Energiekonzernen helfen. Schlimm, dass es so viele Leute gibt, denen es echt schlecht geht. Wenn ich diese traurigen Millionärsaugen sehe, dann muss ich einfach spenden. Ja, und ich begrüße nun in Berlin unseren Experten Elmar Bernauer. Elmar, ist es nicht absurd, dass die Energiekonzerne so tun, als käme der teure Ausstieg aus der Atomkraft jetzt völlig überraschend? Nein, Janine, da muss man mal eine Lanze brechen für die Chefs der Energieunternehmen. Wer kann bitte ahnen, dass Atomstrahlung so gefährlich ist und so lange strahlt? Also das kann man von einem kleinen Industrieboss mit läppischem Millionengehalt nicht verlangen. Wo kommen wir denn da hin? Also da muss man mal ein bisschen Verständnis zeigen. Ja, das stimmt natürlich, Elmar. Dieses Gespräch wurde Ihnen präsentiert von Vattenfall. Berlin, neues mögliches Endlager entdeckt. Auf einem ungenutzten Gelände nahe Berlin haben Forscher eines mögliches Endlager für den deutschen Atommüll entdeckt. Das Areal sei vermutlich für die nächsten 2 Millionen Jahre ungenutzt und eigne sich daher bestens für die dauerhafte Lagerung. Und nun zur Börse. Wie reagiert der Aktienmarkt auf die Meldung, dass die Energiekonzerne wohl wieder mit einem blauen Auge davonkommen und der große Teil der Endlagerkosten vom Steuerzahler übernommen wird? Wir schalten zu diesem Thema live zu Klaus Bräune an die Börse in Frankfurt. Die Anleger reagieren verhalten. Sie sind sich ihrer Verantwortung gegenüber den Steuerzahlern sehr wohl bewusst. Naja, manche freuen sich auch einfach nur über die zu erwartenden Gewinne. Und damit zurück zu dir, Janine. Ja, vielen Dank. Danke für die Einschätzung, Klaus. Sehen Sie nun im Anschluss die Naturdoku Wunder der Tiefsee, die 5-äugigen Plutoniumbarsche vor Japans Küste. Das war Extra 3 Extra und damit zurück zu dir, Christian. Danke, Janine. Gibt es eigentlich schon einen neuen Lebensmittelskandal? Ich wundere mich. Glyphosat ist doch schon wieder durch, oder? Redet keiner mehr drüber. Wahrscheinlich, weil alle denken, Pflanzenschutzmittel im Bier, naja, wächst in der Leber schon mal kein Unkraut. Ne? Ich bin inzwischen auch hart im Nehmen. Ich sag mal, wenn ich rumänisches Pferdefleisch in meinem Bier finden würde, dann wäre ich wahrscheinlich sauer. Aber sonst, man stumpft auch irgendwie ab. Ist aber auch kein Wunder bei der Menge der Skandale. Das Pestizid Glyphosat in 14 verschiedenen deutschen Biersorten. Vogelgrippevirus. Das Gift Dioxin. Pferdefleisch in Fertigprodukten. EHEC-Erreger. Rinderwahn und BSE. Aber hey, mach dir mal keinen Kopf. Was? Natürlich. Wir wollen es natürlich beim Essen auch immer gerne besonders billig. Gerade wir Deutschen wollen es immer billig. Vielleicht ist das natürlich auch ein Teil des Problems. So, schmeiß an die Mühle, Alter. Ich lauf schon lange, ich warte nur auf dich, ey. Was ist das Thema? Chemische Substanzen in unseren Lebensmitteln. Ey, ist doch voll eklig, Alter. Man weiß ja heutzutage gar nicht mehr, was im Essen so drin ist, ne? Nee, das stimmt. Oder? Ja, das stimmt. Aber was hältst du denn von dieser Sache, dass da in den ganzen Lebensmitteln so viel Schadstoffe drin sind und so? Schon scheiße. Ist halt schädlich für die Kinder und für uns alle. Das ist doch schlimm, oder? Natürlich. Hä? Natürlich. Du weißt doch heute gar nicht mehr, was du isst. Ja, ja, jetzt auch mit diesem Biergift drinnen, ne? Boah, hast du es gelesen? Ja, ja, ja. Das ist der Hammer, oder? Pestizide da drin, ja, und so. Ja, was weiß ich. Und was kann man da machen? Ja, da kann man nichts machen. Die machen nur eh, was sie wollen. Und wir können da sowieso nichts machen. Ja. Ja. Meinst du nicht? Wie denn? Keine Ahnung, was kann man machen? Das, ich meine, wir bestimmen ja auch das Angebot durch unsere Nachfrage. Ich glaube, man will auch nicht so viel Geld ausgeben. Deswegen würde ich jetzt nicht Bio oder so kaufen. Wer frisst denn heutzutage Bio? Keiner. Jakob. Ja, ich kauf da immer ein. Ich hol kein Bio. Mir viel zu teuer und schmeckt genauso wie das andere. Interessiert mich nicht. Billiges Zeug. Ein bisschen bewusster mit dem Essen umgehen so? Ja, kommt drauf an, ne? Also ich achte jetzt nicht unbedingt darauf. Mir ist es eigentlich völlig egal. Wenn es schmeckt, dann schmeckt's. Hauptsache es schmeckt. Für was gibst du denn deine Kohle so aus? Klamotte. Das ist ein Bio-Apfel. Mal ganz ehrlich, ja? Ist vielleicht gesund, sieht aber scheiße aus, oder nicht? Das stimmt. Ja, aber ja, super. Und ihr wollt halt lieber so einen riesigen roten oder was, der aber ja, dann so behandelt ist. Roter wäre doch... Natürlich, sieht auch viel besser aus. Ja, aber der ist dann behandelt und gespritzt und was, genmanipuliert und was weiß ich. Aber darüber muss man einfach gar nicht nachdenken.
Einfach rein damit. Einfach rein, genau. Es sollte einem ja auch nicht egal sein, aber es ist halt auch zu viel Aufwand. Ich glaube, man geht davon aus, dass es sicher ist. Mir schmeckt das sowieso nicht Bio-Schrott. Also ich würde mir auf jeden Fall, ich habe einmal diesen Burger da probiert bei McDonald's, also der, so, das habe ich lange nicht gegessen. Sowas. Bio-Burger bei McDonald's? Ja, hör mal auf, ja, so ehrlich. Ey. Also ey, Jakob, ich habe echt keinen Bock mehr, ne? Also ich habe, mach mal den Quatsch alleine weiter, ich habe eine neue Freundin gefunden, hier, guck mal. Ist das der Knaller? So. Ich hab dieselben jetzt hier. Ja, okay. Jem, alle Grüße gehen und Jakob, Leute, vielen Dank. Jetzt gibt's aber auch bei der Ernährung genau das andere Extrem. Es gibt auch Menschen, die sich komplett über Ernährung definieren. Flexitarisch, Paleo, Vegan. Bekannte von mir ernähren sich jetzt Negan. Die essen gar nichts mehr. Ganz im Trend liegt auch das sogenannte Hybrid-Food. Das heißt, man kombiniert verschiedene Lebensmittel zu einem neuen. Zum Beispiel der Kregel. Das ist eine Mischung aus Croissant innen und außen Bagel. Der Kregel oder der Bruffin gibt's auch. Ne? Eine Mischung aus Brioche und Muffin. Ich habe letztens was gemacht für meine Freunde, Metzipan, eine Mischung aus Met und Marzipan. Ja? Oder auch ganz toll, Raw Food, sehr angesagt, Raw Food. Man soll Lebensmittel vor allem roh zu sich nehmen. Das heißt, man fährt aufs Land und beißt da direkt in die Kuh. Ganz wichtig natürlich auch, flankierend die optimale Ausstattung. Ja, da gibt es ja jede Menge Technik. Es gibt inzwischen Armbänder, die kontinuierlich alle Körperfunktionen messen und dann sagen, was man zu sich nehmen soll. Ich habe so ein Ding mal ausprobiert. Wenn ich Sport getrieben habe, sagt das Ding sofort Kohlenhydrate. Wenn ich erkältet bin, sagt das Ding sofort Vitamine. Wenn ich im Fernsehen Frauke Petri sehe, sagt das Ding sofort Alkohol. Und Küchengeräte, ganz wichtig. Küchengeräte, ja, sind auch eine Glaubenssache. Der Thermomix zum Beispiel. Die einen schwören auf den Thermomix, andere lehnen ihn vehement ab. Es tobt ein Krieg in deutschen Küchen. Gar Wars. Ja? Das Gerät, ich habe keins, aber es ist schon faszinierend. So ein Thermomix, das Ding ist so intelligent, es soll schon Kandidaten bei Günther Jauch gegeben haben, die ihren Thermomix als Telefonjoker genannt haben. Freddy Radeke mit einem Blick in eine moderne deutsche Küche. Hey! Hey. Na? 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 Schön, euch zu sehen. Ja, noch ein Happen Essen vom Kino? Klar. Was ist denn das für ein Ding denn? Das ist der Allesmix 3000. Der kann einfach alles wiegen, dampfgaren. Warte. Damit schneidest du jetzt Zwiebeln oder was? Ja, wieso? Wie machst du das denn? Mit einem Messer? Oder nicht? Kartoffeln. Ah ja. Stufe 2. Kann man damit auch Brotteig kneten? Das ist der Allesmix 3000. Der kann einfach alles. Alles. Kann der auch? Ja. Und kann? Ja. Ja. Echt? Das wusste ich noch gar nicht. Mmh. 30 Sekunden für ein fertiges Gericht? Ja. Sorry fürs lange Warten. Ich mache uns noch mal schnell einen Nachtisch. Kurze Frage, wie teuer ist eigentlich so ein Gerät? Nur 1300 Euro. Och, Liebling, hast du wieder Meth gekocht? Crystal Meth? Ich hab doch gesagt. Der Allesmix 3000 kann einfach alles. Kino? Danke fürs Kochen. Bedankt euch beim Allesmix. Danke. Allesmix. Wer passt denn jetzt überhaupt auf euer Kind auf? Ach so. Sorry, mein Fehler. Der Allesmix 3000. Er kann einfach alles. Das war Extra 3. Jetzt kommt Olaf Schubert und verbessert die Welt. Und wir sagen danke. Tschüss. Und bis zum nächsten Mal.